Willkommen hier zurück bei Vampire, wo ich mir mal kurz erlaubt habe, außerhalb des Plays Medizin herzustellen für diese junge Frau hier, weil die ist ja erschöpft. Geben wir ihr mal die Medizin. Und ich habe gerade noch was nachgeguckt, das mache ich gleich mit euch. Ah ne, F und dann... Do you need any assistance, Miss Popper? Popper heißt on the price of your medicine. Die ist kostenlos. Kostenlos! I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you. Man kann sie nicht verüben. Kein Problem. Können wir ihr? Ne, jetzt können wir ihr nicht, wette. Ein paar Leute sind da, können wir hier schon mal ein bisschen aufpäppeln. Finde ich gut. Ich habe nämlich gerade... Er hat gerade irgendwie, warum auch immer, auf dem Weg zum Ding, in unserem Raum, hier in diesem Versteck da, kann ich die Waffe ziehen und habe mitbekommen, also ich kann mit der ganz normal rechte Maustaste und wenn ich die Waffe, also zwischen Schockwaffe und Schusswaffe wechseln will, drücke ich C anscheinend. Wollte ich gerade eine Maus gefunden haben. So, jetzt haben wir hier oben 5 Milliarden Leute. Bist du einer von den Leuten, die ich brauche? Excuse me, sir, are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby. Oh ja, den brauchen wir. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me, since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Oh, er kennt uns. Er passt überhaupt gerade, finde ich, nicht hier rein, ne? Mit seinem komischen, mit seinem Jackett, mit seinem Jeansjackett und so. Das sieht so seltsam aus. Ihre Untersuchung in London. Keine Zeitung berichtet über die Epidemie. Okay, jetzt haben wir hier ganz schön viel zu fragen. Wie geht's ihm denn überhaupt? Der ist erschöpft. Na klar, zum Glück habe ich noch eins hergestellt. Mache ich gleich. Oder mache ich sofort? Komm, ich mache es danach, weil ich fertig bin. Erstmal. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Oh Gott, es ist eine Schande, das ist kriminell. Es ist nur logisch. Das ist kriminell, es ist eine Schande. Naja, kriminell. Puh. Ich mach mal, es ist nur logisch. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. So gute Antwort. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Okay, das war okay. Keine Angst, haben Sie keine Angst, nachts vor die Tür zu gehen? Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Nicht so wirklich. Es gibt eine rationale Erklärung. Mein Rationalismus wurde erschüttert. Es ist nicht bloß eine Epidemie. Aber damit sagen wir doch, dass Sie wissen, es ist nicht bloß eine Epidemie. Mein Rationalismus wurde erschüttert. Ich kann Ihnen doch jetzt nicht einfach so vertrauen, oder? Wenn ich ihm vielleicht ein bisschen Vertrauen entgegenwirke, sagt er mir auch was, aber vielleicht sage ich ihm nur was und er denkt sich dann ha, ha, ha und sagt mir nichts. Ich will das machen. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Also, gute Idee. Was tun Sie denn nach Sonnenuntergang hier, mein Lieber? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Das ist gut. Sie riskieren ihr Leben für die Wahrheit. Interessiert sich das Volk dafür? So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Interessiert sich denn das Volk überhaupt dafür? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Mhm, okay. Gibt es hier keine Arbeit für Migranten? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do.
Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. Now that women can vote, I'm convinced things will change. Ah, okay, jetzt hieß gerade erstmal Wahlrecht für Frauen eingeführt worden. Okay. Tatsächlich wird sich denn sich dann was ändern, aber an anderen Dingen wird ja überhaupt nichts ändern. Gut. Gehen wir mal zurück. Wir geben mir mal kurz die Medizin. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught you in my investigation? Ah, ist nur eine kleine Erkältung. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Nichts zu danken, nichts zu danken. Persönliche Fragen. Können wir gar nichts stellen, auch krass. Haben wir aber nicht gerade, wir haben doch irgendwas über ihn rausgefunden, ne? Eins erholt sich. Oh, der hat aber auch. Uiuiui. Okay, wir fragen ihn erstmal über die geheime Apotheke. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Eine Schwester ist in Machenschaften verwickelt. Das ist vertraulich. Ich interessiere mich für das Gesundheitswesen. Das klingt irgendwie so negativ. Das vertraulich finde ich auch blöd. Ich interessiere mich für das Gesundheitswesen. Aber eigentlich sind es ja Machenschaften. Ne? Ich interessiere mich für das. Ich mach das mal. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah. Could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. Ah, er hat keine Verwandten? He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Okay, behind the church, alles klar. Er geht nie aus. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? Oh. How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Oder er wollte den doch nicht wegschicken, den, nicht mehr wegschicken, den Brief. Und er hat das halt verstanden hier, der Clayton Darby. Alles klar. Können wir leider nichts fragen. Na dann, haben wir Goodbye, ihn erstmal. Mr. Darby. Farewell. Okay. Ja, wir suchen sogar. Finde den Briefkasten und den Brief finde Richard Nithercott. Seht mal, deswegen kommt mir der Name so bekannt vor. Oh Gott, wer ist denn er hier? Er wird uns jetzt dort erzählen. Hallo, wer sind Sie? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Na, er hat ja eine tolle Weltanschauung. Gratulation. Sei bitte nicht erschöpft. Okay. Ihr Leben in London. Es steht schlecht um mich. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich glaube nur an Fakten. Ich höre. Ich mach mal, ich höre. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your... Ich höre das Armageddon. ...truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Was ist Ihr Plan? Na klar, wegt das hören, hallo? Really?
And what would be your answer to this biblical threat? Die apokalyptischen Reiter? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Na, also klar. Na, klar. Da steht wie genau werden sie diese Stadt reinigen? Mit Feuer? Jetzt los. Tell me, Tobias. What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. He's a fire starter. So a mystic fire starter. Die Wissenschaft ist unsere einzige Hoffnung. Doch wo ziehen sie die Grenze? Wir leben im 20. Jahrhundert. Und lassen Frauen anschaffen. Weil sie keine Arbeit haben. Die Wissenschaft ist unsere einzige Hoffnung. Tja, was antworte ich? Das ist eine gute Frage. Ich will übrigens nicht, dass ich habe gerade überlegt. Natürlich ist es nicht witzig, dass die Frau anschaffen gehen muss. Natürlich nicht. Dass man halt echt, das ist fürchterlich, ne? Dass man immer diesen Nebengedanken hat, dass irgendjemand sich auf den Schlips getreten führt, weil man so weit antwortet oder so was sagt. Meine Herren. Doch wo ziehen sie? Ich nenne das mit der Grenze. Purification by fire has proved useful. But where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. Oh. A small-time Torquemada. Oh. A Savonarola of Whitechapel. Escalate quickly. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool. Meinst du Joseph Seed? Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Pharaoh Tobias Whittaker, wer ist denn Joseph? Ich kenne nur Joseph Seed. An den würde ich eher glauben als an dich tatsächlich. Ich frag mal nach, es steht schlecht um mich. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Hört mal, wir haben das nicht schon gefragt? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Das haben wir doch. Ach, das ist das wieder. Okay, das haben well, wir. Well, what do you mean? The beast. Dann hat man, genau, ich versuch das mal nicht zu ver- genau, achso, okay. Das war, persönliche Fragen. Wir haben es zwei rausgefunden. Der 3550 EP und das ist natürlich voll. Sind ihnen Verwandte geblieben? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Wohin haben Sie ihn gesandt? Ihn zum Predigen durch die Stadt geschickt? Nee, bin mal direkt. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Ja, na klar, da schickt man mal jemanden hin, die heilige Kreuzung. Kreuzung? Nee, Quatsch, der heilige Kreuzzug. Mann, manchmal lese ich aber auch einen Quatsch. Entschuldigt. Ihn zum Predigen durch die Stadt geschickt. You sent him on some preaching crusade. Super, klasse Idee. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Ich habe gerade ein Last of Us Flashback mit Valiant the Shadow of Death. Das ist wirklich ein schönes Lied, was Ellie singt. Guck's euch an, das ist toll. Daran denke ich an The Last of Us. Das ist ja seltsam. Okay. Dann fragen wir jetzt natürlich nach Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane
from the Pembroke Hospital. I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that nurse Crane you mentioned. Diese Leute, diese seltsam gläubigen Leute, ey. Sie mögen keine Krankenschwestern? Weshalb hassen sie Schwester Dorothy? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Mhm. Schwingen wir mal die Gegen-Frauen-Keule. Sie mögen keine Krankenschwestern. Okay, die war kommunistisch. Okay, okay. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Klar! Kein Ding! Ah, du bist ein Trottel, ey. Guck mal hier. Na, na, na. Kriegst eine Clownsnase mit meinem... Warte, hier so ein Bullenring. Jetzt bleib doch mal still. Da, so. Tja. Der ist wirklich super, der Typ. Der ist klasse. Der hat ganz schön viel EP. Bis jetzt habe ich... Aber das sage ich die ganze Zeit. Oh ja, den will ich töten. Ah ne, der ist ja noch praktisch. Den will ich töten. Der ist ja praktisch. Aber bis jetzt muss ich sagen, hier in Whitechapel, der hat es verdient. Und dieser Hausbesitzer, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der ist auch scheiße. I have heard enough for tonight. Goodbye. Ja, eindeutig. Wir haben wirklich ihn noch gehört. Da sagst du was. Okay, das ist der Journalist. Kim in die Kirche. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Können wir nach hinten in den Garten? Ja. Okay, der ist gegen... Der hat einen guten Widerstand gegen Blut. Ne, Moment, gegen Blut? Ist er recht? Was ist denn der Kopf nochmal? Ich merke mir doch das nicht. Das erste ist Nahkampf, das zweite ist Fernkampf. Blut und was war denn das noch? Ach, Schatten! Hier, Schatten, Schattendinger. Ich glaube, wir haben noch kein Schattending. Markier den mal, Jonathan. Super. Aber Level 10. Mal kurz gucken. Ist der einzige Skull hier in der Gang? So aus, ja. Endlich mal wieder kämpfen, ne? Oh. Hi Jungs, na? Ich wollte weg. Ich bin nicht weggekommen. Alter, diese Sprünge, ne? Diese Sprünge von denen, ich kann sie auch wirklich... Kann sie auch nicht gut einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Das auch noch. Mit dem Schocken. Jetzt ist der Balken voll. Okay, da. Ich sollte mich gleich mal heilen. Nein! Oh, oh. Nein, weg hier. Zu viel auf einmal. Na. What? Nicht so. Hektisch hier. Ich komme schon wieder durcheinander hier. Ganz kurz. Ich würde ihn gerne schocken. Alles klar, komm her. Nein! Und nochmal jetzt. Ich brauche dein Blut. Kommen Sie her. Nein!
super witzig, wie er die Geräusche dazu macht, ne? Alles klar. Das ging gut. Dafür, dass es halt mein erster Kampf ist im Vampire, ging das wirklich gut. Das macht so einen Spaß, ne? Diese Art zu kämpfen macht unglaublich Spaß. So. Wir haben schon wieder eine Blutprobe. Aber wir können die gar nicht analysieren, ne? Was ist denn das hier? Ein Zigarettenetui. Na klar. Was mache ich denn hier eigentlich? Wo bin ich denn hier? Hier bin ich. Aber okay. Ach so, ey, wir sind hier einmal um die Kirche rum. Na, das ist super. Huch. Das mit dem... Warte mal kurz, mir... Ah, hier habe ich so ein Haar an meiner Augenbraue. Das... Was haben wir denn hier? Quarantäne, Grippe, betreten Sie diesen Bereich nicht im Auftrag des Gesundheitsministeriums, Gesundheitsbeauftragter. Na klar, ich gehe da nicht rein. Ist für mich ganz gut. Naja, das sieht aber alt neuer Süd aus hier, ne? Also. Häufig von Lungenentzündungen begleitet, bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe in jedem Fall zu vermeiden. Okay, kann natürlich sein. Ach so, das sehe ich jetzt, weil... Und da. Das ist einer von den Wachen, ne? Das ist diese Privenwache, aber... Warum wird das so gekennzeichnet? Weil jetzt hat er uns nur das Zigarettenetui gegeben. Ein bisschen merkwürdig. Finde Richard in dem Bereich. Klar. Mark? Ach, das ist der Friedhof. Das ist also der Friedhof. Oh, kann man hier rein? Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Aber jetzt mal die Frage, kennen wir denn Joseph? Mal ganz ehrlich. Das Cadogan Bates? Das ist der Pfarrer Tobias? Finde den jungen Samuel auf dem Friedhof? Ja, ja, aber... Kennen wir... Oh nee, das sind ja die falschen. Kennen wir irgendeinen... Irgendeinen Joseph? Wahrscheinlich kennen wir den. Aber... Das Geile ist ja auch, wenn wir die Stützen umbringen... Fällt denn die ganze Stadt zusammen? Oder... Wir kennen doch keinen Joseph anscheinend. Gucken wir mal hier, was hier so abgeht. Okay, das scheint hier einigermaßen seine Ruhe zu haben. Gerade so. Wahrscheinlich werde ich gleich eines Besseren belehrt. Hey! Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although be my guest. Not be my guest. Informant regarding this part of town. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nithercott, at your service. Danke. Den brauchen wir. Wie geht's dem? Oh, wir haben das sogar mit. Na, ich bin ja gut vorbereitet. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. Er fühlt anders, ist mir egal, du kriegst die Medizin. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Danke, super. Machen wir erstmal unsere Standardsachen. Was tun Sie denn hier nachts, Mensch? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Haben Sie denn keine Angst vor der Epidemie oder setzen Sie sich nicht der Epidemie aus? Nicht? Frag mal, ob er keine Angst hat. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Na, da hat er ein bisschen recht. Setzen Sie sich doch nicht der Epidemie aus. If you say so. But as a physician in a time of epidemic,
I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Uiuiui, er drückt sich wirklich sehr geschwollen aus. Okay. Gedanken über die Lage in London. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Das war ein tolles Wort. Cacophonic? Ich habe noch nie gehört. Eine ziemlich einzigartige Sichtweise. Ich sehe nur die fürchterliche Krankheit. Friedliche Stille? Wirklich? Ich mag die Antwort, dass das eine ziemlich einzigartige Sichtweise ist, tatsächlich. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Ihr Leben könnte aber hier in Gefahr sein, mein Lieber. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Es ist hier sehr riskant. Wer hilft ihm, wenn sie in Gefahr geraten? Bestimmt nicht ihr Verstand, oder? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Ja, na klar, ich bin ja immer neben ihm. Aber hier ist es sehr riskant. I understand your need for solitude. Ah, oh, solitude. But it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Warum denn das? Wie viele? Okay, okay. Persönliche Fragen? Suche nach Inspiration in Whitechapel. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain? Hat der wirklich per se gesagt? Stirring and challenging. Per se. Denken Sie nicht, dass es ein wenig morbid? Können Sie mir ein Beispiel geben? Geben Sie mir mal ein Beispiel. In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Okay, aber vielleicht ist es doch ein wenig morbid? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Oh, Camellia, da ist sie. Die kann nicht reden, okay. Wir brauchen aber jemand, der stumm ist, ne? Blind ist, nicht stumm. Angst, die Wahrheit über sie herauszufinden? Sie kennen sie nicht? Hm? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But ah. Will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Na, das ist eine gute Frage, ha? Huh? Kennen Sie sie denn nicht? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Na, das stimmt, ne? Ich mag den Kerl. Okay, jetzt fragen wir aber mal die Hauptfrage, nämlich nach Dorothy Crane. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Über Dorothy Crane? I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. Okay, aber vielleicht haben Sie was über Darius Petrescu gehört. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher.
I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Aha, deswegen ist er wahrscheinlich mit Fräulein Crane so ein bisschen. Okay, okay. Alles klar. So, mehr können wir jetzt ihn leider nicht mehr fragen, ne? Nein. Hinweise, Hinweise. Aber wir haben ihn auch ein bisschen gegeben. Und der Part ist auch erstmal zu Ende. Ich wollte das jetzt noch hier fertigstellen. Jetzt müssen wir den Briefkasten finden. Das Falsche ist, hier stehen die Berichte. Genau, das müssen wir auch noch versuchen, das hinzubekommen. Und dann machen wir hier im nächsten Part weiter bei Vampire. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.